Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Fishing Baron Sea hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir müssen jetzt hier langsam aber sicher mal den Pier aus unserem Schiff rausziehen. Deswegen bin ich jetzt hier gerade in Querfahrt unterwegs. Ich bin auch froh, dass das so einigermaßen klappt mit der Querfahrt. Ja. Das sah nämlich ganz katastrophal aus. Ich habe jetzt hier echt eine ganze Weile gebraucht, um hier rauszukommen. 4-5 Minuten habe ich hier rumexperimentiert. Habe hier auch mal den Schnellen auf Reparieren gesetzt, falls dann hier irgendwie dann mal doch dann großer Schaden kommt, dass er dann schnell einspringen kann, das schnell mal lösen kann, das Problem. Ja, ist schon tricky hier rauszukommen, muss man sagen. Also den, ich glaube, hier werden wir nicht nochmal anfahren, auch wenn es uns natürlich, wenn wir jetzt mal im Logbuch gucken, bei den Verkaufszahlen, bei den letzten 1 Million gebracht hat. Und die Million ist natürlich das. Wir haben einen Kredit am Laufen, der gar nicht mal so wenig ist. Deswegen ist diese Million dort Krieg gar nicht mal so unwichtig. Zumindest haben wir jetzt Plus gemacht. Und den Tank muss ich eigentlich nicht auffüllen. Ein bisschen viel Fahrt, glaube ich. So, jetzt gebe ich wieder so viel Fahrt. So, dann kommen wir nämlich jetzt ganz langsam hier raus. Da habe ich mir eine Zielmarkierung gesetzt. Ich wollte eigentlich dann mit dem automatischen Ausparksmodus irgendwie da rauskommen. Ging aber nicht. Na gut. Aber das Schiff ist ja nicht allzu sehr defekt. Also das geht ja noch. Und er ist ja auch gleich fertig mit Reparieren hier, weil der hat gute Punkte beim Reparieren. Der kann das gut. So, dann wollen wir doch mal rumgucken hier. Können wir dann mal diesen bestellen hier, den Seitenruder. Ruder. So, jetzt haben wir die Position hier erreicht. Und mir wurde übrigens, apropos, ja, das ist ja natürlich eine lange Zeit, wo ich es jetzt nicht gespielt habe, mir wurde erklärt, warum ich das eine Mal so ein großes oder so ein merkwürdiges Gefühl hatte wegen der Zeit. Das liegt daran, wenn man zu diesem Markt dorthin fährt, also das ist im Kommentar auch beschrieben worden, wenn man zu diesem Markt hinfährt und dort quasi sein Zeugs abgibt und man fährt da um 10 Uhr ran, die Zeit wird automatisch auf 8 Uhr gesetzt. Danach, wenn man verkauft hat. Also man ist quasi die ganze Zeit an diesem Markt. Es ist also sinnvoll, wenn man den Markt nutzen will, irgendwie erst, man kann 17 Uhr reinzufahren, da verliert man die wenigste Zeit dabei. Man hat aber wahrscheinlich den vollen Bonus. Hoffe ich zumindest. Weiß nicht, ob man dann den vollen Bonus nur kriegt, wenn man vorab den da ist oder so. Das, kann ja derjenige, der mir das erste schon verraten hat, vielleicht eventuell noch mit wieder beitragen und kurz sagen. So, gut. Wir müssen jetzt natürlich, obwohl ich jetzt erstmal Bock hätte, noch die Stadt zu erkunden, die hier oben ist. Habe ich denn noch nicht? Ganz hier hinten die noch nicht und die noch nicht. Ich würde gerne mal einfach diese Stadt hier erkunden, wie der Ort da oben heißt. Das heißt, wir machen, ja, ganz unruhig. Wir machen uns jetzt auf, fahren hier raus. Der Tanker liegt jetzt da an dem Tankerhafen sogar dran. Und, achso, mir wurde erklärt, oh, Entschuldigung, dieses Schiff, was hier hinten immer hin und her fährt, dieser Kreuzer, dass das ein Schiff der Hotikruten ist. Wusste ich so auch nicht. Das kann man hier offen und ehrlich sagen, ne? Also das habe ich keine Ahnung von. Ich würde aber liebend gerne mal mit dem Hotikruten-Schiffen da in Norwegen mal eine Tour machen. Das muss ich sagen, das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne machen würde. Mal so eine Nordsee-Kreuzfahrt, Norwegen halt hochfahren an der Küste oder halt eben auch eine Ostsee-Kreuzfahrt, würde ich auch gerne machen. Einmal St. Petersburg und zurück. Ich glaube, das mit vielleicht so ein paar Haltestellen zwischendurch. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Also da stelle ich mir vor, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel ja, auch so, sehr interessante Sachen zutage bringt und dass man da auch wirklich was lernt und was sieht von der Welt. Reisen bildet ja auch. Ne? Also nicht sonst sagt man ja, dass man bei Reisen sehr, sehr viel lernt und über Land und Leute mitkriegt. Und ich meine, also ich habe mehrere solche Sachen, die ich gerne mal machen würde bei der Reisen. Aber erstens ist Reisen durchaus auch teuer, besonders wenn man solche Sachen machen möchte.
So, wie heißt denn der Ort? Hafenrand fahren. Ist schon. Das ist meistens sehr, 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 sehr teuer. Also die ganze Reisesache. Und die Zeit, die braucht man natürlich dann auch dafür, weil wenn ich dann auf solche Reise gehe und wie zum Beispiel, dass ich vorhabe, eigentlich habe ich vor mal die Transsibirische Eisenbahn, das würde mich sehr interessieren, da mal mit fahren, mal eine Tour zu machen. Wie schön. So, jetzt haben wir den Hafen entdeckt, alles klar. So. Können wir ja, dann haben wir den Hafen. Können wir wieder ablegen hier sozusagen und dann aufs offene Meer fahren, würde ich sagen. Das ist aber dann nicht möglich. Was ist denn wieder los? Anne? So. Fahren wir da mal raus. Gehen wir aufs offene Meer und werden dann natürlich auf einem offenen Meer wieder etwas versuchen. Fangen. Haben wir denn eigentlich noch ein paar Fange? Mach weg. Aus. So. Haben wir da ein paar schöne Fanggebiete? Ja, das sieht ja nicht ganz gut aus, ne? Also hier noch. Also wenn wir wieder mal mit einem Laienschiff unterwegs sein wollen oder mit einem Netz, da könnte man hier durchaus was fangen. Gut. Bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt direkt hier hinfahre? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Reinfahre. Egal, wir werden jetzt uns natürlich hier hinbegeben, dann sagen, dass wir... Oh, was ist denn hier? War der Mensch jetzt... Aber hart. Schönes Bild ist es trotzdem, ne? Glücks hier. Ja, würde ich doch mal sagen. Foto gemacht. So, gut, wir wollen jetzt aufs offene Meer gehen. Da wären wir dann. Und dann werden wir mit V natürlich zu dem aufsteigen, dann hier hinten rüber gehen. So. Also, dann würde ich sagen, telefonieren wir mal unsere Crew an. Hallöchen, ich möchte gerne ein Schleppnetz auswerfen. Danke. So. Dann brauche ich hier den Auswerfen-Modus. Und dann geht der Monitor an. Und gesagt wurde mir durchaus, dass man bei 50 bis 70 Meter die Rohre lassen soll. Schnell sind wir. Speed. Habe ich da oben eine Speed irgendwo drauf? Sehe ich nicht, aber die ist anscheinend ein bisschen zu hoch, weil da ist eine runde. Was hier. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Dann gehen wir mit der Speed noch wieder ein bisschen runter. 5 Knoten sind optimal. Das haben wir ja auch anhand dieses. Also dieses Diagramm hier ist echt nicht schlecht. Das zeigt auch wirklich auf jeden Fall eine gute Stelle, wie man den Fang erfolgreich gestalten kann. Sehe ich denn irgendwo hier eigentlich meine direktes. Kann ich mir die noch mit anzeigen lassen? Oder auch mal, ob wir die da mit reinkriegen. Länge, Navigation. Bei Navigation steht es mit dabei. Genau, da ist er. 3,94 Knoten. Ja. Wir sollen so zwischen 50 und 70 Meter mit den Türen vom Netz ungefähr fahren. Und dann sollte man eigentlich einen relativ guten Fang immer oder ein gutes Fangergebnis immer haben. Da sind wir jetzt über 50 Meter und ich habe das eine Mal ja geschrieben, ich hätte nicht so viel lenken sollen und dürfen. Da hat einer direkt auch noch drunter geschrieben, dass ich da irgendwie eine 340-Grad-Wende gemacht habe. Was wohl, ja, sagen wir mal, eher suboptimal ist. So, dann machen wir hier mal die beiden, lassen wir es mal auf 60 Meter und dann fahren wir hier einfach mal durch und gucken wir mal und ziehen erstmal mit dem Schleppnetz durch. Was ist das hier? Weiß ich nicht, genau, 500, 600 Meter Leine jetzt lang. Symmetrie ist nicht gut gegeben. Aber hier sind wir doch eigentlich schon im hoppala, im Fangbereich drinne. Aber ich lenke doch gar nicht. Also symmetrisch dürfte doch jetzt eigentlich kaputt gehen hier. Die Symmetrie ist irgendwie ganz raus. Wir sind jetzt wieder ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Na gut.
Eigentlich sieht das doch jetzt hier aus, als wenn man quer durch einen... Naja, da haben wir auch schon die ersten Fische drin. Alles klar. Das hat gut geklappt schon mal. Das werden wir jetzt einfach durchziehen, bis wir hier dann halt die 60% oder über 60% sehen. Und werden dann natürlich, also wir könnten noch ein bisschen beschleunigen. Ein bisschen mehr Gas können wir geben. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Druck auf der Leine hier. Ich glaube, das ist die Zugkraft, die an der Leine hängt, ne? Das könnte sich dann, könnte da noch ein bisschen was bringen. Was ist das? 19 Meter? Achso, wie weit die Türen auseinander sind. 90. Komma. Aha. Na gut, okay. Zumindest ist diese grüne Fläche dann hier nicht allzu klein. Aber wir müssen wieder tiefer gehen, ne? Also ein bisschen aufgeschwommen, dadurch, dass wir schneller gefahren sind. Das ist ja kein Problem. Da können wir ja einfach hier ein bisschen... So. Lassen wir noch ein bisschen Leine runter, damit sie wieder ein bisschen tiefer gehen, damit wir wieder auf 60 Meter kommen. Und oder ein bisschen tiefer, so kurz vor 70 Meter können wir es posieren. Dann lassen wir, ziehen wir das einfach mal durch. Wir haben scheinen uns ein bisschen gedreht zu haben. Weil vorhin hatten wir eigentlich Kurs glatt. Emil. Kurs glatt auf 270. Da könnte ich mich hier wieder ein bisschen hinlenken. Also so eine 340-Grad-Wende ist, glaube ich, nicht optimal. Das haben wir schon weit. Aber jetzt ist die Symmetrie gut und das ist gut und die Speed ist gut. Jetzt müssen nur noch die Tiefe ein bisschen besser kommen, aber das kriegen wir auch hin. Also das sieht jetzt schon mal nach einem sehr guten Bereich aus, in dem man Fische fangen kann, wenn wir denn durch einen Schwarm durchfahren würden. Tun wir aber gerade nicht. Das wiederum ist zwar sehr schade, aber ab und zu mal einfach möglich. So, Emil hier, gehen wir mal wieder raus hier, gucken wir mal. Wir sind jetzt dort bei 74, 64. Ich denke mal, dann werden wir das erstmal wieder stoppen hier. Lassen wir das erstmal in der Höhe, in der Tiefe. Und da unten haben wir einen großen Schwarm. Ist der jetzt vor uns oder ist der unter uns? Das ist auch noch so eine Sache. Also, aber das sieht eher aus, als wenn das nach unten geht, ne? Also der ist so, aber... Wir schwimmen erstmal hier weiter. So, das war, glaube ich, Geräusche. Also sicher bin ich mir nicht, ob ich da jetzt so alles erwischt habe, schon was ich sagen wollte, aber wir werden natürlich hier mal gucken, wie schön unser Schiffchen hier fährt. 5,2 Knoten. Das ist natürlich auch sehr leise, das Schiff, ne? Schleppnetze sind erstmal drin und das sieht auch sehr gut aus hier, wie die Seile hinten rausgucken. Und wo ist Kartenrand? Rand ist noch weit weg, oder? Geh mal da rein. Kann ich jetzt einfach hier aufgehen? Das dürfte eigentlich nichts tun, ne? Werden wir hier oben mal ganz kurz gucken. Ja, unsere Ausguckkanzel. Naja, man sieht ihn schon, den Kartenrand. Da müssen wir natürlich davor, denn... ein bisschen besser werden. Da will ich jetzt nicht gegen rammeln. Das könnte dem Schiff ordentlich wehtun. Das wollen wir nicht. So, dann gehen wir mal kurz raus hier. Gucken uns das mal hier hinten an. Da stehen sie alle vier parat. Warten drauf, was ich hier tue. Aber jetzt schleppen wir einfach nur. Jetzt kann ich ja eigentlich, kann ich dir... Was ist ein Pult hier? Für das Schiff? Könnte für den Kran sein, ne? Fürs Rettungsboot. Sind wir da alle drauf eigentlich? Boah, da passen alle vier drauf, oder? Haben wir noch eins von hier an Bord irgendwo? Ein Rettungsschiff? Okay, da haben wir erstmal keins weiter. Weil das wird für das kleine Boot sein. So. Mal durchlaufen. Hm? Gut, dann haben wir das auch gesehen. Aber das ist hier für unser Rettungsschiffchen.
So, dann können wir die Tür wieder schließen. Haben wir ein bisschen Seeluft gerochen. Wie sieht's aus hier? Fische haben wir 40% drin. Okay, da geht noch was. So, können wir hier ein bisschen datteln? Nicht zum Beispiel Fischen Barency? Geht das? Und ach so, habe ich eigentlich mal erwähnt, dass die Entwickler sich sogar mal unter einem Video von mir gemeldet haben? In einem Video ist ein Kommentar von den Entwicklern drunter. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Da wollte ich immer noch mal antworten und eigentlich auf den Kanal. Einfach nur um zu sehen, dass ich das habe. Vielleicht freuen die sich darüber auch. So, wie sieht es denn aus hier mit der Eisschiene? Noch ein bisschen hin, also noch können wir fahren. Gut. Also, das soll es gewesen sein für heute. Für Fishing Barency erstmal an dieser Stelle. Wir sind mit einer guten Tiefe unterwegs. Wir haben schon mal 20% on board. Es sollte sich natürlich jetzt demnächst, oder wenn wir wieder da sind, so ein paar Prozente dazukommen. Wichtig ist einfach, dass wir den Kartenrand da hinten nicht treffen, weil ansonsten geht unser Schiff kaputt. Und wenn das Schiff kaputt geht, das wäre teuer. Wir haben irgendwo noch einen Kredit am Laufen. Kann ich dem Logbuch eigentlich einsehen, welchen Kredit ich am Laufen habe? Das könnte mich nochmal interessieren hier. Ausrüstung, Zertifikate. Ein Erfolg gehabt. Kredit kann ich hier nicht einsehen, also da muss ich zu in der Stadt sein, um die Kredite einzusehen, die ich gerade besitze oder die ich gerade habe. Ein paar Millionchen sind das, glaube ich, noch. Aber die werden wir hoffentlich mit diesem Schiff, mit dem guten Schiff hier, noch ja, zusammenbekommen, ersparen oder wie auch immer man das sagt. Der Bereich sieht ganz gut aus. Wir könnten durchaus noch ein bisschen tiefer gehen. Gucken wir mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Entschuldigung für den Huster. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.